Motivation endlich. Es ist geschafft. Sag einmal, das spielt sich auch besser im Kopf. Ja, schön, dass wir jetzt einfach den letzten Schritt gemacht haben. Wir sind jetzt bei der Euro 2020, das war unser Ziel. Ich glaube, wir können alle stolz auf die Leistungen sein in den letzten Wochen. Und ja, heute dürfen wir feiern und das werden wir. Wie ausgiebig wirkt ihr? Was sind da für Pläne? Was? Also, ich habe nichts geplant, wir müssen uns andere fragen. Ich glaube, heute darf jeder mal, wie er will, sage ich jetzt mal, das machen, was er Lust hat. Und dann treffen wir uns irgendwann wieder und dann fliegen wir nach Lettland gemeinsam. Aber heute können wir uns alle freuen. Wir haben wirklich noch keinen so guten Start in der Gruppe. Ich glaube, das ganze Ruder nochmal umgerissen, wo nicht mehr viel an uns geglaubt haben. Und das ist einfach schön, glaube ich, jetzt, wie wir wieder als Mannschaft zusammenhalten, wie wir gemeinsam am Platz laufen. Auch wenn nicht immer alles gestimmt hat, wenn nicht immer alles passt. Auch wenn man heute im Spiel auch nicht alles passt. Aber wir haben einfach die drei Punkte geholt, die was einfach wichtig waren. Und ja, jetzt ist gefeiert. War die heutige Leistung so, hat sie souverän aber gespielt insgesamt danach? Schlussendlich kann man das so sagen. Wir haben 2-0 geführt, kriegen ganz am spätestens 2-1 noch. Ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir das Spiel über 90 Minuten im Griff gehabt. Ein, zwei Schwächephasen vielleicht im Spiel gehabt, wo wir einfach zu wenig Zugriff gehabt haben, von vorne weg bis nach hinten durch. Das haben wir alles spät gekommen, das haben wir auch gewusst, das haben wir auch selber gemerkt am Platz, dass es nicht ganz passt hat. Der Platz war auch gar nicht das Beste, du bist gefühlt bei jedem Schritt lang bist weggerutscht. Das ist für mich ein Skandal, auch wie ich spiele, sage ich jetzt einmal. Aber egal, wir haben heute die drei Punkte geholt. Schlussendlich ist uns der Rest wurscht. Ob das halt nicht die Wunderleistung war, ist egal. Wir haben die Hausaufgaben gemacht heute, wir haben die Tür aufgestoßen. Wir sind dabei bei der Euro und das ist das Wichtigste. Ja, Alex. Ich kenne den Gassi schon so lange jetzt. Ich glaube, wir haben das erste Mal in der U13 zusammengespielt, in Salzburg noch. Und es freut mich einfach, dass er heute die Chance gehabt hat. Ich glaube, er hat gezeigt, wie gut er das schon gemacht hat mit seinen, älter wie ist er, glaube ich, mit seinen jungen Jahren. Das erste Mal in so einer Situation, sage ich jetzt einmal, er hat dann keine einzige Unsicherheit ausstrahlen lassen, egal ob er mit dem Fuß rausgespielt hat, war alles einfach ein Ruhepol hinten. Und er hat das einfach großartig gemacht. Und ich freue mich einfach für ihn. Und zu diesem Party, was da jetzt ansteht, glaubst du, der Teamchef erlaubt jetzt allzu viel? Ist ja nicht dafür bekannt, oder? Ich glaube, wenn es heute nicht erlaubt ist, wenn dann, frage ich jetzt mal. Aber müssen Sie einfach fragen.